Ich begrüße alle Anwesenden und auch euch, liebe Livestream-Zuschauende, herzlich zu den diesjährigen Aktionstag Psychische Gesundheit Kanton Solothurn. Das im Namen der vier Trägerschaften, dem Kanton Solothurn, der Psychiatrischen Dienste Solothurn Spitäler, der Solidaris Stiftung und der Pro Infirmis Aargau Solothurn. Mein Name ist Heidi Schenker und ich bin als Expertin aus eigener Erfahrung mit psychischen Erschütterungen Teil des Organisationskomitees. Die Aktionstage sind eine Veranstaltungsreihe, die sich jährlich um Themen rund um die psychische Gesundheit kümmert. Diese Anlässe sollen einen Beitrag zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen leisten. Und aber auch zur Enttabuisierung zu einem Thema Unterstützung bieten, ein Thema, das jeder zweite, dritte Mensch irgendwann in seiner Lebensphase wird erleben, wo er Hilfe braucht. Und ich möchte an diesem Ort auch sagen, Unterstützung zu holen, wenn es einem nicht gut geht, ist nie als Schwäche anzuschauen, sondern braucht Mut. Und je früher, desto besser. Gerne mache ich darauf aufmerksam, schon jetzt, hier, damit ich es dann ja nicht vergesse. Draussen hat es einen Tisch mit Flyermaterial. Und besonders hinweisen möchte ich auf unseren Umfragebogen. Anonym könnt ihr eine Meinung abgeben, was ihr euch eigentlich auch wünscht von uns für den Aktionstag. Und gleichzeitig könnt ihr angeben, wie ihr die Informationen zu den Aktionstagen gerne bekommen möchtet, per Post oder per E-Mail. Die Coupons könnt ihr trennen und so näher in der Box draussen einwerfen. Gleichzeitig ist damit ein Wettbewerb verbunden, also man kann auch etwas Schönes gewinnen. Der heutige Anlass ist im Thema Schmerzen, Medikament, Lebensqualität, ein Spannungsfeld gewidmet. Und ist eine gemeinsame Veranstaltung von der Aktionstag Psychische Gesundheit mit traditionellerweise der Grauen Panther, Solothurn und Umgebung. Und dieses Jahr auch mit der Perspektive Region Solothurn-Grenchen und der Suchthilfe Ost-Olten. Ich danke bereits jetzt unseren Partnern von Herzen für die kreative und gemeinsame Zusammenarbeit. Es braucht immer jeden von uns, damit wir so etwas gestalten können, wie ihr jetzt heute dürft miterleben. Falls jemand von den Anwesenden die Grauen Panther noch nicht kennt oder auch von euch Livestream-Zuschauenden, es ist ein Verein, der seit 1993 existiert und er bietet seinen Mitgliedern verschiedene Möglichkeiten für aktive Teilnahme am heutigen Leben. Detailliertere Infos oder auch ein Beitrittsformular findet ihr auf ihrer Webseite www.graue-panther-so.ch. Herzlichen Dank schon hier mal an Frau Privé, die leider heute nicht mit uns anwesend ist, weil es ihr gerade nicht so gut ist. Ich möchte ihr ganz herzlich danken für ihr umsichtiges Wirken im Sekretariat dieses Vereins. Jetzt wollte ich aber nicht mehr Worte verlieren und den Raum freigeben für unser heutiges Thema, darum, wo ihr ja alle da seid. Ich übergebe somit an unsere Moderatorin, unseren Moderator. Begrüßt doch mit mir Simon Rindlisbacher von Suchthilfe Ost und der Uli Imhof von Perspektive. Zuerst mal ganz herzlichen Dank an dir, Heidi Schenker, für die gute Begleitung und Unterstützung bei der Organisation und das Bündeln immer wieder von dieser Veranstaltung. Wir freuen uns natürlich alle ganz besonders auf das Referat von Herrn Lampert als leitenden Spitalapotheker und Dozent für klinische Pharmazie. Wird er unser Verständnis von Schmerzen und Medikamenten vertiefen, dass wir nachher auch besser darüber reden können. Trotzdem sagen der Herr Imhof und ich gerne noch kurz ein paar einleitende Worte dazu, warum es wichtig ist, über das Thema zu reden. Jetzt habe ich hier die ganzen Angaben übersprungen, einfach, dass Sie noch schnell sehen, der Herr Lampert ist wo er herkommt, was seine Funktion ist. Der Herr Imhof und ich, wir arbeiten ja beide in Institutionen der Suchthilfe.
Er in der Region Solothurn bei Grenchen und ich im nordostlichen Kantonsteil bei der Suchthilfe Ost. Und die Bewältigung von Schmerz, eben auch von körperlichem Schmerz, ist auch ein Thema von der Suchtprävention. Warum? Die Schmerzpatientinnen und Patienten gehören zu der besonders gefährdeten Gruppe, was die Entwicklung von einer Abhängigkeit von Medikamenten anbetrifft. Manchmal wird auch noch mit Alkohol nachgeholfen, aber auf jeden Fall gehören sie zusammen mit anderen verletzlichen Gruppen, beispielsweise Leute, die Schlafstörungen haben oder Leute in der Mitte des Lebens, die in Umbruchsphasen stecken, zu den besonders verletzlichen Personen, was so Abhängigkeiten anbelangt. Gemeinsam ist allen innen, dass es nur in den seltensten Fällen darum geht, zu flüchten oder einen Rausch zu erleben, sondern meistens geht es schlicht darum, den normalen Alltag aufrechterhalten. Gleichzeitig nimmt die Anzahl Personen, die an Schmerzen am Bewegungsapparat leiden, zu. Man redet im Moment etwa von 1,5 Millionen in der Schweiz. Die Fachleute können sich die Zunahme nicht so ganz richtig erklären. Man weiss nicht recht, bewegen sich die Leute weniger, als sie angeben in den Umfragen. Oder braucht das wirklich lange, ganz stille Sitzen, wo wir alle aus dem Alltag fast ein bisschen zu gut können, noch mehr Bewegung, als man bis jetzt angenommen hat? Oder braucht es eben vielleicht auch noch ganz andere Ideen und andere Formen von einem Ausgleich, wo wir vielleicht heute auch noch einander weitergeben und erfinden und darüber reden, damit wir das in den Griff bekommen? Bei Schmerzmitteln kommt es häufig vor, dass sie zuerst eigentlich von der Ärztin oder vom Arzt verschrieben werden. Leute werden mit Schmerzmitteln, die zum Beispiel Opioide enthalten, behandelt und nehmen sie dann am Schluss von der Therapie eben einfach weiter. Viele unterschätzen Konsequenzen davon, auch so wenig Medikamente weiterhin zu nehmen. Unterschätzen die langfristigen Wirkungen, die das kann haben. Neben so weniger Gefühl, die man wahrnimmt, Schläfrigkeit und so weiter, können eben dann auch die Schmerzen wieder zurückkommen. Über das wird Herr Dr. Lampert natürlich eingehend nachher auch noch referieren. Die gute Nachricht ist, man weiss, dass Leute mit Abhängigkeitsproblemen, die sie haben, einfach weil sie eigentlich funktionieren wollen, besonders fest profitieren davon, wenn sie Informationen bekommen, wenn sie über ihre Probleme reden und auch Strategien entwickeln. Darum reden wir heute noch einmal darüber, was Schmerz bedeutet, wo es überall Hebel gibt, wo man eigentlich angehen kann. Und was auch unsere Motivation kann hochhalten kann, über längere Zeit an einem Schmerz zu arbeiten, auch wenn es über längere Zeit heisst, quasi im Gesundheitsstatus, es ist ziemlich kompliziert. Jetzt schauen wir aber zuerst noch zurück zum mit dem Herrn Imhof, ein bisschen, wie das früher ausgesehen hat, im Bereich Schmerz und was das bedeutet hat für die Leute. Grüß euch miteinander, auch meinerseits. Wenn man zurückschaut in die Menschheitsgeschichte, dann merkt man, dass der Umgang mit dem Schmerz und das Verständnis vom Schmerz auf keinen Fall so war, wie wir es heute schon haben und immer gleich war. Wenn man in die frühe Zeit zurückgeht, also so 4000 und mehr Jahre zurück, dann hat eigentlich das gesellschaftliche Verständnis von Schmerz dominiert. Es war ein starkes, religiös prägtes Verständnis gewesen und war eigentlich die Überzeugung gewesen, dass Gottheiten, dass aus der Geisterwelt aus Schmerz geschickt wird, meistens als Bestrafung. Und so ist dann natürlich auch im gesellschaftlichen Umgang der Hammer von der Verurteilung schon mal runtergekommen.
gefallen für diejenigen Leute, die entsprechende Krankheiten und damit Schmerz gehabt haben. Ich glaube, ich und Sie sind uns einig, dass es ganz gut ist, dass wir die Dominanz von diesem Schmerzverständnis hinter uns gelassen haben und einen Schritt oder einige Schritte weiter sind. Wenn wir jetzt in der Zeit ein bisschen näher kommen zu uns, aber doch immer noch weit weg, der Hippokrates, ein Arzt, aber auch ein Universalgelehrter, ungefähr 400 Jahre vor der Zeitwende, dann merkt man, wenn man das liest, dass sich in diesem Verständnis doch schon etwas verändert und bewegt hat. Es kommen da zwei Wörter ins Spiel, das Hirn im Gehirn und natürliche Ursachen. Da hat über das Forschen, über Studieren, über einen menschlichen Wissensaustausch sich eine Meinung bilden, dass es da natürliche Ursachen gibt und dass das Hirn beteiligt ist. Doch schon etwas deutlich Neues zu dieser Darstellung, die wir vorher gehört haben. Aber eben, das ist ja immer noch über 2000 Jahre zurück. Und wenn wir jetzt in die Phase nach der Zeitwende hineingeht und noch nach dem langen Mittelalter, in die Phase, wo die wissenschaftlich fundierte Forschung einen Schub bekommen hat, dann haben wir hier eine Darstellung von René Descartes, ein Philosoph, aber eigentlich auch ein Universalgelernter. Und da merken wir, dass sich das Verständnis doch schon dem annähert, ja, wie wir sie heute haben, ist vielleicht übertrieben, aber es hat die Elemente in, dass der Schmerzreiz mechanisch über Nervenbahnen im Hirn wahrgenommen wird. Also man sieht da so einen Strang vom Körper, vom Physiognomischen, wo Schmerz auch sich drin kann seine Ursache hat und entsteht und durch eine Übertragung mit dem Hirn verbunden irgendetwas macht. Das Verständnis, was Schmerz ist, das ist heute noch viel erforschter und noch viel präziser, aber das ist auch heute noch nicht am Endpunkt angekommen. Ich glaube, das ist etwas, das immer im Fluss wird sein. Und wir werden die 100, die 200 Jahre wieder neue Erkenntnisse haben, wie Schmerz entsteht, wie er sich manifestiert und wie er, sagen wir einmal, behandelbar und handelbar ist dort, wo man sich nicht ganz wegbehandeln lässt. Und ich glaube, es gibt nicht nur eine Geschichte der Menschheit mit dem Schmerz, sondern auch jedes von uns hier innen, jeder einzelne Mensch hat von sich her auch eine Geschichte mit dem Schmerz. Also im Verlauf unserer Lebensphase und mit Erfahrungen, wo man macht mit dem Schmerz und indem wir uns informieren, tun auch wir unser Verständnis und unsere Kompetenz bezüglich Schmerz verändern. Und das ist doch eigentlich auch etwas Schönes. Das heisst ja auch, es ist Bewegung in dieser Sache. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und es kann auch mal zündende Veränderung dazu kommen, wo wieder Linderung und wieder eine Lösung oder eine Teillösung zu dieser Schmerzgeschichte ist für uns. In diesem Sinn freue ich mich, dass wir im nächsten Programmteil dürfen unserem Referent zuhören, der uns in einzelnen Aspekten von diesem Thema wirklich einen vertieften Einblick gibt und unser Wissen erweitert. Nachdem er sein Referat hat, werden wir auch die Möglichkeit haben, mit ihm ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. So, wenn Sie ihm zuhören und bei Ihnen eine Frage auftaucht, die Sie haben, dürfen Sie die nicht gerade wieder wegschieben. Die dürfen Sie bereit behalten, dass wir die nachher aufnehmen können. Es freut mich, dass Sie da sind. Herr Lampert, das Wort ist Ihnen. So, jetzt sind wir bereit.
Grüezi miteinander auch von meiner Seite, geschätzte Damen und Herren. Es freut uns wirklich, so einen vollen Saal zu sehen. Ich habe gerade vorher gesagt, heute ist einmal der erste Tag von dieser Reihe, wo wir nicht gegen schönes Wanderwetter ankämpfen müssen. Also von dem her, das hat vielleicht auch noch der eine oder andere dazu motiviert, den Weg hierher zu finden. Ich möchte, wie es angetönt worden ist von den beiden Einführenden, auf das Thema Schmerz, Medikament, auf ein paar Aspekte eingehen, die vielleicht nicht an jedem Ecke man so hört und liest. Das sind vielleicht ein bisschen andere Gedanken, einmal ein bisschen anderer Zugang zu dieser Thematik. Und wenn Sie jetzt erwarten, dass ich als Spitalapotheker da einfach jetzt ein bisschen über Medikamente erzähle und eine Substanz nach der anderen beschreibe, dann sind Sie da ganz falsch da drin, dann dürfen Sie jetzt wieder gehen, dann werden Sie nämlich enttäuscht sein. Ich werde wenig konkret über einzelne Medikamente schwätzen. Wir können vielleicht in der Fragerunde, wenn es ganz spezifische Fragen gibt, auf so etwas noch eingehen, sondern ich möchte den Zugang zum Thema Schmerz und Schmerztherapie, wie funktioniert überhaupt eine Medikamentenwirkung und was spielt da alles eine Rolle, außer das Molekül, das in der Tablette drin ist. Das werde ich mit Ihnen ein bisschen erarbeiten und eben in dem Sinn auch ein bisschen über die Thematik rausgehen, wie das im 17. Jahrhundert vom Cartesius formuliert worden ist, das rein Mechanistische. Das spielt noch anders eine Rolle, aber ich werde eigentlich dort anknüpfen, um aufzuzeigen, was ist Schmerz, wie entsteht Schmerz und von dem her dann auch können ableiten, wo greifen denn Therapiekonzepte direkt und eben, das wird fast der wichtigere Teil, eben auch indirekt. Gut, also nochmal das ein bisschen aufgegriffen, was vorher angedeutet worden ist und das natürlich weiterspinnt in die heutige Zeit. Schmerzentstehung und Schmerzleitung. Ich habe hier so ein simples Bild. Irgendjemand schneidet sich in der Küche einen Finger und das tut natürlich weh. Und es ist da schon angedeutet, der Schmerz, also das Geschehen ist hier zwar am Ort, aber der Schmerz, den nehmen wir ja mit dem Hirn wahr. Also das heisst, wir haben, und das ist ein ganz wichtiger Ablauf, irgendein Schmerzreiz irgendwo an einem, in der Peripherie, wie wir sagen. Dort haben wir sogenannte Schmerzrezeptoren. Das sind Strukturen im Körper, die Schmerzreiz erfassen können, also wie Antennen sozusagen. Und die Antennen sind verbunden mit Leitungen. Das sind Nervenfasern, die zuerst ins Rückenmark gehen und dort auf eine zweite Nervenfaser umgeschaltet werden. Auch das ist ganz wichtig, dass als man das erkannt hat. Da passiert sehr viel und da können wir auch mit sehr vielen Substanzen eingreifen. Und von dort aus, von diesen sogenannten zentralen Nervenbahnen, das im Rückenmark, geht dann ein Strang ins Hirn rauf und dort entsteht dann sozusagen der Schmerz. Das, was wir wahrnehmen. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept, weil das hier können wir beschreiben und messen und sehen. Wenn ich jetzt jemandem von Ihnen in den Finger klemme oder irgendeinen sonst Schmerzreiz verursache, dann sehen Sie alle, das wird dieser Person wahrscheinlich wehtun. Wie das dieser Person wehtut, wie stark, was das für eine Qualität von Schmerz ist etc., das können wir nicht voraussagen aufgrund von dem, was wir sehen. Das heisst mit anderen Worten, wir sind immer darauf angewiesen, zu wissen, was die Person, die Schmerz empfindet, tatsächlich spürt. Und Schmerz ist das, was der Patient sagt und nicht das, was ein Therapeut denkt, so kann es doch nicht wehtun oder so müsste es sein, sondern das, was sie sagen, das ist der Schmerz, den sie empfinden und kein anderer. Das macht es ja dann auch schwierig, oder, zum beurteilen, ist jetzt das adäquat ist das, und so weiter. Und darum ist das auch sehr heterogen. Wir reagieren alle sehr unterschiedlich auf Schmerzen. Und das hat dann wiederum noch mit etwas anderem zu tun. Da oben das rote Gebilde, das ist ja nicht einfach irgendein so ein Ding, das da im Kopf ist, sondern das ist ein hochkomplexes Gebilde, unser Gehirn, wie wir alle wissen, wo aus ganz verschiedenen Regionen besteht. Und jetzt haben wir hier noch einmal ein bisschen anders aufgeteilt, was ich vorher gezeigt habe. Wir haben den Schmerzrezeptor irgendwo, der nimmt den Schmerzreiz auf. Das ist ein Querschnitt durchs Rückenmark. Da findet die Umschaltung statt von dem sogenannten peripheren schmerzleitenden Nerv auf den zentralen, der dann in bestimmte Hirnregionen geht. Und
in den Hirnregionen ist der schmerzleitende Nerv wiederum vernetzt mit ganz vielen anderen Schmerzreizen. Und dort kommen dann Eindrücke und Aspekte neu dazu, die mit dem, was da vorne passiert, per se nichts zu tun haben, sondern da kommen Emotionen, da kommen Erfahrungen mit früheren Schmerzerlebnissen, da kommen ganz persönliche Aspekte drin, die eben zum Beispiel über auch der Intellekt natürlich gesteuert ist, der Cortex, der eine Rolle spielt, also die Hirnrinde, das sind aber auch tiefere Strukturen im Hirn, die eben mit Emotionen, mit Ängsten, mit ganzen Haufen anderen Sachen zu tun haben. Und das moduliert unser Schmerzempfinden und darum ist das Schmerzempfinden von jeder Person anders und verschiedene Schmerzarten werden ganz unterschiedlich wahrgenommen. Vielleicht noch zur Schmerzdefinition. Was versteht man genau darunter? Da gibt es eine internationale Definition. Die Internationale Gesellschaft für Schmerzstudien sozusagen, die haben sich das überlegt, wie könnte man das definieren? Und die sagen, Schmerz ist eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung. Was heisst das? Also unangenehm ist klar, das sind wir alle einverstanden. Sensorisch heisst eben über die Empfindung, über die Nervenleitungen und emotionale Erfahrung. Das heisst, es hat eben die zwei Aspekte. Es ist immer auch mit Emotionen verbunden, ob wir wollen oder nicht. Und das kann verbunden sein mit einem tatsächlichen Gewebschaden, wie wir vorher gesehen haben, wenn ich einen Finger schneide, ist völlig klar, da ist ein Schaden entstanden. Aber das muss nicht sein, das kann auch nur ein potenzieller, also ein möglicher Schaden sein. Das ist ja dann auch die physiologische Wirkung vom Schmerz. Er warnt uns ja davor, dass irgendetwas passiert, was nicht so passieren sollte. Eine Überbeanspruchung oder ganz verschiedene Sachen. Oder eben tatsächlich eine Schädigung, die stattgefunden hat. Und dann müssen wir noch unterscheiden, und das ist darum wichtig, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen detailliert, aber ist darum wichtig, wie das in der Schmerzbekämpfung ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt werden muss, weil die Entstehung ist eine völlig andere auf der pharmakologischen, biochemischen Ebene, wie als der Schmerz entsteht. Wir reden vom sogenannten nozizeptiven Schmerz, das ist der, den ich vorher gesagt habe, der entsteht durch Reizung von diesen Schmerzrezeptoren, von diesen Antennen. Das ist der Nozizeptor, der Schmerzrezeptor. Das ist der Teil, der klassische Schmerz. Und nebendran, und das ist eben sehr oft verbunden mit nozizeptiven Schmerzen, haben wir den sogenannten neuropathischen Schmerz. Das ist ein Schmerz, der verursacht wird durch eine direkte Verletzung oder Erkrankung vom Nervensystem selber, also vom schmerzleitenden Nerv an und für sich. Und das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Konzepte und oft überlappt das auch, dass gewisse Erkrankungen, gewisse auch Beschwerden haben einen Anteil nozizeptiven Schmerz und haben einen Anteil neuropathischen Schmerz. Und es gibt eine Reihe von Medikamenten, wo hier klassische Schmerzmittel nützen da praktisch nichts. Also irgendein Voltaren nützt sozusagen gar nichts für einen neuropathischen Schmerz. Da kann ich dem Patienten so viel geben, wie ich will. Wenn das ein rein neuropathischer Schmerz ist, wird der Schmerz nicht wesentlich besser werden. Und das zu erkennen, zu differenzieren, ist natürlich entscheidend, weil sonst ist die Frustration vorprogrammiert, der Schmerz wird schlecht behandelt sein, der Patient wird unzufrieden sein, es werden immer noch mehr Schmerzmittel vielleicht verschrieben und dann muss man vielleicht wirklich genauer mal anschauen, was ist denn das genau für ein Schmerz? Also die Schmerzdiagnostik, die Ursachenabklärung ist sehr, sehr wichtig, wenn es um chronische Schmerzerkrankungen geht, damit man die richtigen Therapiekonzepte wählt und eben weiss, in welcher Schiene muss ich da fahren oder muss ich das eben kombinieren? Und jetzt habe ich es vorher gesagt, der physiologische Aufgabe vom Schmerz ist ja eigentlich ein Warnmechanismus vom Körper, ist etwas ganz Wichtiges. Ohne Schmerzempfinden ist Leben schlecht möglich. Also wir würden uns ständig irgendwie schwerwiegend verletzen mit allem Möglichen, wenn wir nicht merken, dass wir etwas machen, was wir nicht sollten.
Auf der anderen Seite, das ist ja das, wo wir dann das Problem haben im therapeutischen Umfeld, ist die Entstehung von chronischen Schmerzen. Die verlieren ja eigentlich den physiologischen Aspekt. Also wenn ich ständig Rückenweh habe, ob ich sitze, stand, liege oder irgendetwas mache, das ist ja kein Warnsignal mehr. Ich weiss langsam, dass irgendetwas nicht gut ist. Also es hilft mir nicht, wenn es ständig weh tut. Aber es tut eben trotzdem ständig weh. Und das sind dann Mechanismen, die ich hier aus Zeitgründen nicht ins Detail eingehen kann. Das gibt eine Chronifizierung von Schmerzen. Das wird wieder zu einem anderen Ablauf, zu einem anderen physiologisch-pathophysiologischen Verfahren im Körper, wie der Schmerz entsteht. Da können eben, nein, ich will ja gar nicht anfangen, in Detail kommen, sonst landen wir hier den ganz weiten Weg. Einfach wichtig ist zu sehen, akuter Schmerz und chronischer Schmerz, der ist anders. Und das bedingt dann auch wiederum zum Teil andere Therapiekonzepte. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen näher an, was heisst denn eine medikamentöse Behandlung? Das gilt jetzt nicht nur für den Schmerz, aber ich tue es an diesem Beispiel ein bisschen ausführen. Ganz simpel, was wir so aus dem Alltag kennen, oder? Wir haben irgendein Problem, also es tut hier weh, wir nehmen irgendein Medikament und das Problem ist weg. So werden wir auch ein bisschen geprägt. Das ist das, was wir alles kennen, auch schon von klein auf. Oder? Ein kleines Kind hat irgendein Problem, Bauchweh, Mami gibt irgendein Tablettchen oder manchmal auch nur ein Däfeli und das Bauchweh ist weg. Aber wir sind so geprägt, wir haben ein Problem, wir können etwas reinnehmen und das Problem ist gelöst. Und diese Prägung, die haben wir natürlich immer wieder bestätigt bekommen im Laufe unseres Lebens. Wir haben einen Haufen Erfahrungen gemacht, wo das funktioniert. Und darum haben wir das Gefühl, das muss immer funktionieren. Und sind dann natürlich sehr enttäuscht, wenn es einmal nicht funktioniert. Eben gerade bei chronischen Schmerzen zum Beispiel, wo es dann nicht mehr so funktioniert. Und dort ist natürlich auch ein wichtiger Teil dann von der Abhängigkeits- und Suchtproblematik, dass wir natürlich die Prägung haben, Problem, Medikament, Problem gelöst. So simpel ist es aber nicht. Wenn ich eine Behandlung anschaue, dann ist das ja nicht nur der Patient und das Medikament. Dort hat es noch ein paar Sachen rundherum. Und die paar Sachen, die kommen auch zum Teil vom Patienten her. Das sind Erfahrungen und vor allem auch Erwartungen. Das sind natürlich andere Erkrankungen oder Krankheit selber. Nicht bei jeder Krankheit funktioniert alles immer genau gleich. Das moduliert die ganze Thematik. Medikamente werden in der Regel nicht einfach, ist nicht eine Beziehung in die Richtung, sondern da ist noch ein Vermittler dazwischen. Ich habe jetzt da mal Therapeut geschrieben. Das kann irgendetwas sein, das kann der Hausarzt sein, das kann der Apotheker sein, das kann aber auch eine gute Freundin sein, die einem etwas empfiehlt. Einfach jemand, der da mit dem auch noch drinnen irgendeine Rolle spielt. Und natürlich spielen unsere Informationen und unser Wissen oder auch vermeintliches Wissen eine Rolle, wie es am Schluss die ganze Behandlung funktioniert. Und da wird jetzt auf ein paar Aspekte sprechen kommen, einzelne Elemente daraus rauspicken und ein bisschen zeigen, was das bewirkt im Sinn von einer Verstärkung oder Abschwächung von einem Behandlungserfolg. Und wie gesagt, da ich natürlich Apotheker bin, schauen wir da zuerst einmal ein bisschen genauer an bei den Medikamenten. Jetzt, ein Medikament kennen wir in der Regel eben in seiner Gesamtwirkung. Also ich habe, sagen wir, Kopfweh, ich nehme ein Medikament, eine Schmerztablette, die ich davon erwarte, dass die wirkt. Und die Gesamtwirkung von dem, dass ich die Tablette schlucke, ist, mein Kopfweh geht zurück oder geht weg. Das ist Gesamtwirkung. Hinter dieser Gesamtwirkung verstecken sich aber mehrere Elemente, die wir gar nicht wahrnehmen, logischerweise, sondern wir nehmen die Gesamtwirkung wahr. Ein Teil von dieser Wirkung, die ich spüre, ist auch Placebo-Wirkung. Bei jedem Medikament ist das mit dabei. Das heisst, Placebo heisst ja eigentlich, das ist etwas, das wirkt, aber nicht, wie es ein Wirkstoff ist, sondern aus anderen Gründen. Ich komme dann noch kurz darauf zu sprechen, was man sich da heute in der Forschung vorstellt, warum das funktioniert. Das heisst, ein Teil ist tatsächlich, von der Wirkung ist
zuzuordnen zu der effektiven Wirksubstanz und dem, was die genau macht im Körper. Das blockt dann irgendwann eine Nervenübertragung oder irgendetwas. Das kann man messen, das kann man beschreiben und das ist der wahre Behandlungseffekt. Zusammen mit dem Placebo-Effekt. Und der Placebo-Effekt kann man nochmal aufgliedern. Einerseits in einen sogenannten wahren Placebo-Effekt und noch in so ganz unspezifische Effekte, die mit dem Medikament am Schluss gar nichts zu tun haben. Das kennen wir alle auch. Also nehmen wir jetzt, auch hier können wir das Kopfweh wieder nehmen. Das Kopfweh bleibt ja nicht bei allen Leuten ewig bestehen, ob ich jetzt ein Medikament schlucke oder nicht. Irgendwann geht das Kopfweh wieder weg. Meistens. Und wenn ich das Medikament eine halbe Stunde vor der Situation nehme, wo der Kopfschmerz sowieso aufhören würde, ich weiß zwar natürlich nicht, wann das ist, aber wenn das so übereinander kommt, was ist denn meine Schlussfolgerung? Das Medikament hat das Kopfweh weggenommen. Und der unspezifische Effekt wäre aber eben zum Beispiel das hier, Spontanremission, wie mit dem sagen, es geht sowieso wieder weg. Also das heisst, das, was wir als Gesamtwirkung vom Medikament wahrnehmen, ist zum Teil verbunden mit dem Wirkstoff, zum Teil hat es aber mit dem überhaupt nichts zu tun. Und wenn man sich das bewusst ist, dann versteht man auch besser, warum gewisse Medikamente bei gewissen Leuten vielleicht viel, viel besser wirken, bei den gleichen Problematiken als bei anderen. Da gibt es noch andere Gründe, komme ich auch noch ganz kurz darauf zu sprechen. Aber da haben wir natürlich gerade dann im Bereich vom Placebo-Effekt, den ich nachher noch ansprechen möchte, sehr, sehr individuelle Geschichten, die dann grösser oder kleiner werden lässt. Und das nur, wie ich vorher behauptet habe, Placebo-Effekt, das haben wir überall, bei jeder medikamentösen Behandlung, als Teil mit drinnen. Das möchte ich hier ein bisschen untermauern mit einer Reihe von Daten, die man aus verschiedenen klinische Studien, Medikamentenstudien, wo man eben Medikamente mit einem echten Placebo verglichen hat und geschaut hat, wie viel Wirkung hat das bei den Placebo-Behandelten, die natürlich nicht gewusst haben, dass sie ein Placebo bekommen und bei denen, die das richtige Medikament bekommen. Und das, was Sie hier sehen, die Zahlen für Schlafstörungen, 40-80% der Patienten mit Placebo haben gesagt, hat gewirkt. Das ist super, super Medikament habe ich bekommen. Bei anderen Kopfweh 30-70%, ganz aufeinander, Migränen ebenfalls, bei Depressionen, auch dort haben wir einen Placebo-Anteil. Also das haben wir praktisch überall. Und da hat ein Forscher, der sich sehr mit diesem Thema befasst, der US-Amerikaner Ben Goldacre, hat das so formuliert, Placebo-Effekt ist eines der faszinierendsten Dinge in der ganzen Medizin. Es geht nicht darum, nur darum, eine Pille zu schlucken und es geht mit deinem Schmerz besser. Es geht um Glauben und Erwartungen. Es geht um die kulturelle Bedeutung einer Behandlung. Also Behandlung findet ja nie in einem luftleeren und bedeutungsleeren Raum statt, sondern ist immer in einem Kontext. Und das werde ich im Weiteren noch ganz kurz ein bisschen ansprechen. Wir haben jetzt geschaut, das Medikament per se, das wir sehen, da hat es Elemente drin, die nicht nur mit der Wirksubstanz zu tun haben. Und im ganzen Behandlungssetting sonst eben die kulturelle Bedeutung, da hat es noch andere Elemente drin, die die Behandlung beeinflussen, nämlich eben der Therapeut. Was habe ich für eine Beziehung zu dem? Ist mir der Hausarzt sympathisch oder unsympathisch? Dann wirkt nämlich das Medikament besser oder weniger gut. Ist es mir gut erklärt worden oder nicht? Und was habe ich für Erwartungen oder was habe ich auch für Erfahrungen früher gemacht? Wenn ich schon davon ausgehe, es wird ja sowieso nicht nützen, dann ist es tendenziell auch eher so, dass es schlechter nützt, als wenn ich Erfahrung gemacht habe. Das hilft mir gut, dann wird es meistens auch wieder besser helfen. Nicht immer, also es ist immer ein bisschen schwarz-weiß, wenn ich es jetzt hier darstelle. Die Realität ist immer ein bisschen grau und nicht nur schwarz-weiß, aber in der Tendenz ist das natürlich so. Das sehen wir hier. Also eben Mechanismen von der Arzneimittelwirkung haben immer auch einen sogenannten psychosozialen Kontext. Also unsere Psyche spielt eine Rolle, unser soziales Umfeld spielt eine Rolle. Erwartungen, Überzeugungen, Vertrauen, Hoffnung, die da mit drin spielt in einer Behandlung.
Und auf der anderen Seite haben wir das Medikament. Und da wissen wir mittlerweile auch, ein Teil der Placebo-Wirkung ist letztlich eine Art, so ein konditionierter Reiz, wie man dem sagt. Darum habe ich das vorher erwähnt, oder? Unser simples Konzept, das wir geprägt werden, schon in der Kindheit. Ich habe ein Problem, ich schlucke etwas, das Problem ist weg. Das ist wie ein konditionierter Reiz. Ich nehme Tabletten ein, das weiss ich, das ist das, was hilft. Und damit habe ich schon einen Teil der Wirkung. Das ist wieder, also der konditionierte Reiz, das ist so der, die einen Hund haben, kennen das. Also wenn sie schon den Napf in den Finger nehmen, der Lehre, von dem Geifer auf aus dem Maul laufen. Wenn er weiss, Napf gleich Essen. Und wir wissen, Medikament gleich Hilfe. Das ist ein konditionierter Reiz. Und wie stark der wirkt, keine Angst, ich komme jetzt da nicht mit ganz vielen so komischen wissenschaftlichen Diagrammen, aber eins werde ich gleich zeigen, um Ihnen demonstrieren, dass das wirklich so ist. Da gibt es ganz grosse Forschung heutzutage zu dem Thema Placebo-Effekt und wie kommt der Stand. Und was da gemacht worden ist, in diesem Experiment sozusagen, man hat Patienten gehabt, oder Probanden besser gesagt, Freiwillige, denen hat man einen gewissen Schmerz zugefügt und hat denen dann entweder gesagt, wir spritzen dir jetzt ein Schmerzmittel, oder hat ihnen das nicht gesagt. Also bei denen ist eine Infusion gelaufen mit Kochsalz und dann hat man dort heimlich können ein Medikament reinspritzen. Sie waren natürlich einverstanden mit diesem Experiment, sonst wäre das ethisch nicht vertretbar. Das machen wir nicht im Spital so, also keine Angst. Und die anderen haben das nicht gewusst. Und jetzt sehen Sie hier, die Roten, das sind die, die das nicht gewusst haben. Und das ist der Rückgang der Schmerzen hier. Je weiter unten, desto weniger Schmerz. Bei denen, wo man ihnen gesagt hat, jetzt bekommst du Schmerzmedikament, zack, hat das sofort gewirkt. Bei denen, die es nicht gewusst haben, ist das viel, viel länger gegangen. Und da gibt es noch ganz viele ähnliche Experimente, wo man das ganz schön können zeigen. Der einzige Unterschied ist da drin wirklich nur die Erwartung vom Patienten. Und ich glaube, das ist noch erstaunlich, oder? Wenn man sich dessen bewusst ist und das auch mal so kann aufzeigen, dann sehen wir auch, wie mächtig als eben Placebo-Effekt und unsere Erwartungen und unsere Haltung gegenüber etwas ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir jetzt wieder von Schmerztherapie reden. Da geht es nicht darum, dass ich hurra denke, jawohl, ich bekomme ein Medikament, das wirkt sicher super und dann wirkt es auch. So simpel ist es natürlich nicht. Aber es ist auch nicht gut, wenn ich daran angegangen und schon denke, es wird sowieso nichts nützen. Ich bin negativ geprägt von allem. Es hat noch nie etwas genützt. Oder ich habe völlig falsche Erwartungen. Oder es werden mir auch falsche Erwartungen vermittelt. Also ich glaube, dort ist auch wichtig, dass wir offen kommunizieren, was ist realistisch in einer Schmerzsituation, was können wir erreichen, was können wir nicht erreichen. Und auf der anderen Seite auch von den Patienten hören, was ist denn ihre Erwartung, was denken sie, was sie wollen auch, was wollen sie erreichen. Völlige Schmerzfreiheit oder längt es schon, dass ich einfach wieder ein bisschen rumlaufen kann, einmal 2-3 Stunden am Tag mich bewegen kann, ohne dass mir alles wehtut. Und dann wäre vielleicht schon viel erreicht. Und das Abgleichen von diesen Erwartungen, da kommt dann eben wieder der ganze Kontext, ich will gar nicht auf das ganze Ding eingehen, aber der Behandlungskontext mit eben Erwartungen, mit Umgebung, was alles dazu eine Rolle spielt, das ist mindestens, ja, vielleicht nicht gerade gleich wichtig wie das Medikament, aber trägt entscheidend dazu bei, ob etwas funktioniert oder nicht. Gut. Ich habe schon überzogen. Ja. Aber da, ich glaube, ich kann es auch, jetzt weiss ich nicht, ob man könnte hier hören, das ist jetzt eigentlich gerade. Also jetzt geht es ja noch um chronische Schmerzen. Ja. Ich nehme an, das müssen wir schon kurz noch gut anschauen. Gut, ich es gerne noch schnell. Nicht allzu ja. lang, dann können wir es lieber dann in der Diskussion noch vertiefen. Merci. Gut, also komme ich nochmal zurück auf chronische Schmerzen im Alter insbesondere. Das ist ja etwas, was häufig der Fall ist. Da haben wir natürlich sehr viele Gründe dafür. Sehr oft sind das halt eben Schmerzen im Bereich Bewegungsapparat, Muskulatur, Knochen etc.
Und die sind darum so wichtig, das werde ich hier zeigen, weil der Schmerz ist ja nicht einfach ein isoliertes Phänomen, sondern der Schmerz macht etwas mit uns und wir machen etwas mit dem Schmerz. Wenn wir jetzt hier so einen Pfeil verfolgen, sozusagen, nehmen wir jetzt an, ich habe einen Schmerz im Bewegungsapparat, ich tue mich wegen dem weniger bewegen. Das führt dazu, dass vielleicht ein gewisser Autonomieverlust da ist. Ich gehe weniger selber ins Dorf meine Besorgungen machen, weil es mir einfach zu mühsam wird. Das führt dann halt auch wieder zu einer Vereinsamung. Vereinsamung kann zu Angst, Verzweiflung, Depressionen führen und so weiter. Also der Schmerz als solches ist eben nicht nur einfach die Empfindung aufgrund von irgendeiner muskulären oder anderen Veränderung, sondern in der Dauer, in der chronischen Situation ist das ein Modulator für ganz viele andere Probleme. Und darum ist es auch wichtig, dass wir den Schmerz angehen können, weil dann können wir automatisch damit eben auch andere Elemente verbessern. Genau. Und das ist mir doch noch wichtig, das möchte ich schon auch noch sagen. Wir haben natürlich oft bei chronischen Schmerzen verschiedene Probleme, die im Alltag auftreten. Das eine ist sicher etwas, wo wir alle im medizinischen Umfeld ein bisschen an der Nase nehmen müssen. Es wird oft unterschätzt durch Behandler. Ich habe es vorher gesagt, Schmerz ist das, was der Patient sagt. Und ich muss nicht probieren zu überlegen, kann das sein, dass der so viel Schmerzen hat mit so einem bisschen Arthrose. Wenn der Patient sagt, das ist nicht zum Aushalten, dann ist es so. Und das muss ich ernst nehmen. Natürlich muss man dann schon schauen, was könnte noch dahinter stecken. Ist es wirklich nur die Arthrose? Hat es noch andere Elemente? Hat es auch psychische Aspekte, die das verstärken? Das heisst nicht, ich tue einfach dann massiv Schmerzmittel einsetzen. Aber ich nehme mal das zur Kenntnis und das, was der Patient sagt, ist einmal mein Ausgangspunkt. Wir haben oft halt das Problem, Schmerzen messen oder erfassen können wir eigentlich nur mit subjektiven Methoden. Man kann die Leute fragen, man kann probieren mit so Skalen, das probieren einigermaßen zu objektivieren, aber wir haben halt nichts wie den Blutdruck, wo man ganz klar kann sagen kann, jawohl, die Behandlung hat so viel Nutzen gebracht. Das macht es nicht so einfach. Und auf der anderen Seite aber auch, und da spreche ich Patientenseite näher an, haben wir aber auch nicht nur eine Unterschätzung durch Behandler, sondern auch eine Underreporting, also das heisst, man berichtet das auch nicht immer wirklich, zum Beispiel sagen wir, beim Hausarzt oder in der Apotheke oder wo auch immer, dass man Schmerzen hat. Wie viele denken, ja, Schmerzen, das gehört halt einfach zum Älterwerden dazu. Das muss aber nicht sein. Natürlich kommt mit dem Alter kommen Erkrankungen, die Schmerzen verursachen können, aber das Alter per se tut nicht weh, das ist nicht das Problem. Und man muss auch nicht davon ausgehen, dass das so muss sein, sondern wenn man Schmerzen hat, dass man das anspricht und in vielen Fällen kann man etwas machen und eben den Teufelskreis verhindern von diesen chronischen Schmerzen, wenn man das rechtzeitig erkennt. Natürlich haben wir dort dann Einschränkungen in den Möglichkeiten, was man machen kann. Da möchte ich nicht auf Detail eingehen, sondern da muss man dann halt wirklich sagen, da muss dann halt die Schmerzmedikation sehr individuell angepasst sein. Und da geht es nicht nur um die richtige Medikamentenauswahl, sondern auch vielleicht die richtige Arzneiform, dass man Leute, die Probleme haben mit Schlucken, dass die nicht gerade die grössten Tabletten bekommen, sondern es gibt vielleicht etwas in flüssiger Form oder es gibt ein Pflaster oder einfach, wo integrierbar ist in den Alltag von diesen Patienten und wo sie damit umgehen können. Und dann, das trägt natürlich auch zur positiven Erwartung bei, wenn ich nicht schon jedes Mal denke, oh Gott, die Tabletten wieder runterwürgen, das bereitet mir so, jedes Mal so viel Mühe und tut mir weh, das ist nicht gut. Genau. Und dann wichtig halt auch, dass man das regelmäßig überprüft, einerseits auf Wirksamkeit und Sachen, die nichts gebracht haben, auch wieder wegnimmt, sonst haben wir am Schluss die berühmte Medikamentenliste mit 12, 15, 20 Medikamenten, wo man bald nicht weiss, was wie wirkt. Und auf der anderen Seite aber nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch immer schaut, wie ist das von der Verträglichkeit, gibt es Nebenwirkungen, gibt es Alternativen, die man könnte brauchen und nicht dann die Nebenwirkung von diesem Medikament mit einem neuen Medikament behandeln. Das ist dann leider etwas, was halt immer auch passiert. Gut, das sind so ein paar wichtige Grundlagen und ich glaube, dann können wir zum
nächsten Teil übergehen. Ja, danke vielmals. Ja. Merci. So viele reichhaltige Informationen, die wir jetzt bekommen haben. Und wir haben das Glück, dass wir jetzt auch noch dürfen, dem Herrn Lampert Fragen stellen, respektive, wenn sich das ergibt, auch miteinander mit ihm zusammen in ein Gespräch kommen. Jetzt ist das so, dass wir ja auch Livestream-Übertragung haben mit dieser Veranstaltung. Und wenn dann Frau Rindlisbach oder ich Ihnen die Möglichkeit geben, die Frage stellen, dann bitte ich Sie, das mit dem Handzeichen anzuzeigen. Und dann können wir Ihnen die Gelegenheit geben, dass, die Frage zu stellen. Und dann tun wir sie da vorne zuerst noch mal wiederholen, damit ihr da ins Mikrofon geht und im Livestream aufgenommen wird. Und dann dort der Herr Lampert darauf eingehen. Sie müssen sich schon mal überlegen, was Sie dann fragen wollen. Ich spiele für Sie den Eis. Darf ich Sie noch einen Moment bitten zu warten? Ich spiele den Eisbrecher ein bisschen für Sie und fange mit einer Frage an Herrn Lampert. Bei diesen Ausführungen, die ich jetzt von Ihnen gehört habe, ist mir immer wieder so aufgefallen, es gibt so die medizinische Seite, die vom Fachpersonal, namentlich natürlich auch vom Arzt, der Ärztin selber. Und dann gibt es die Seite vom Patienten, der Patientin. Und so irgendwie hat es mir so gedacht, am besten wäre es, wenn das so zu einem Zusammenspiel käme, wo so eine ideale Mischung gäbe. Das ist so, meine Gedanken sind dort hingegangen. Also die konkrete Frage, Sie vertreten jetzt sehr die medizinisch-fachliche Seite. Was für Erwartungen haben Sie von dieser Seite her an einen Patienten, an einen Schmerzpatienten als in der Beziehung zum Arzt, als gegenüber? Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Also zuerst einmal, das ist genau so, oder? Das braucht ein Miteinander. Ich glaube, das ist klar. Also, wir sehen auch im Alltag die chronischen Schmerzpatienten, die eigentlich am schlechtesten zu betreuen sind. Das sind die, die so ein bisschen wie ihre Krankheit quasi abgeben an der Porte im Spital und sagen so, da nehmt das bitte, flickt das, es geht mir nichts an, das ist nicht mein Problem. Ihr müsst das Problem lösen. Also das habe ich auch schon wörtlich gesagt, das haben Patienten. Ja, also was soll ich jetzt? Also du bist ja der Therapeut, ihr seid der Arzt, ihr müsst mir helfen. Und das funktioniert so nicht. Und ich glaube, das ist das, was die Erwartung wäre an den Patienten. Also der Patient muss natürlich auch eine Bereitschaft haben, eine gewisse Verantwortung mit zu übernehmen. Einfach quasi wie ein Auto in die Garage springen und geflickt wieder abholen. So funktioniert es nicht, weil wir sind nicht einfach nur eine Maschine, die man flickt, sondern eben all das, was hier aufgezeichnet ist, das spielt immer mit und das kann ich nicht trennen. Also darum braucht es beide. Es braucht wirklich beide dazu. Und ich glaube, dort ist ein Gespräch wichtig, eben, ich habe es vorher ein bisschen angedeutet, was sind realistische Erwartungen? Und ich glaube, dort ist das dann die Anforderung eher an die Therapeutenseite, dass man nicht unrealistische Erwartungen schürt, aber auch abholt vom Patienten, ja, was denkt denn er, was wir können und was er kann erwarten. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann ist der Misserfolg vorprogrammiert. Also wenn je grösser die Lücke ist zwischen dem, was ich denke, was möglich ist, und dem, was der Patient meint, was er kann erwarten, desto weniger wird er zufrieden sein, desto schlimmer wird eigentlich nachher auch, oder desto mehr ist da dann eben nicht eine positive Prägung mit Erfahrung, sondern eine negative. Mhm. Und das haben wir jetzt gesehen, das wirkt sich ganz eins zu eins wirklich auch auf medikamentöse Wirkungen aus, was ich erwarte oder eben nicht erwarte. Mhm. Also in dem Sinn, kurz zusammengefasst, Offenheit von beiden Seiten, ich glaube, das ist das Einzige, was funktioniert. Ja, das Gespräch mit dem Arzt gehöre ich auch raus. Vielleicht da geschwind die Vertiefungsfrage. Manchmal hat man ja Glück und der Arzt und die Ärztin redet mit dem nicht nur über das Gebrechen und Diagnose, sondern wirklich auch darüber, wie man das erlebt und eben auch über das Schmerzerleben in dieser Zeit, wo man nicht beim Arzt ist, wo man daheim ist. Was würdet ihr jemandem empfehlen, der jetzt nicht so einen Arzt oder Ärztin hat, der das Gespräch
von sich her antritt über das Schmerzerleben, das zwischen den einzelnen Konsultationen stattfindet? Ja, das ist eine gute Frage. Wo kann man das einfordern? Weil, wir wissen alle, oder, wie das in der Praxis normalerweise stattfindet. Also die durchschnittliche Konsultationszeit bei einem Hausarzt ist unter 10 Minuten. Und dort noch eingehend über Schmerzerleben können sie philosophieren. Unser System ist leider so, dass es wird schlecht honoriert, darum macht man es nicht. Und das Wartezimmer ist voll. Also von dem her schwierig, oder? Darum, ich glaube, da gibt es, also sagen wir jetzt, wenn es im Rahmen von chronischen Erkrankungen ist, denke ich, sind Patientengruppen, Selbsthilfegruppen, solche Zirkel sind sicher sehr, sehr wichtig, um auch zu hören, was erleben andere. Das hilft ja oft auch schon sehr, wenn ich weiss, das bin jetzt nicht nur ich, oder ich bin irgendwie komisch oder so, sondern aha, das hast du auch so, und was machst du denn und wie gehst du mit dieser Situation um, eben dann jenseits vom Arzneimittel, sondern was gibt es noch für andere Strategien, die ich anwenden kann, um mit dem Schmerz umzugehen, vielleicht nicht wegzubekommen, aber damit zu leben oder trotzdem gewisse Sachen zu machen, wo finde ich trotzdem Freude im Alltag oder was auch immer. Ich glaube, das ist sicher ein guter Punkt. Und sonst, ich weiss halt auch nicht, im persönlichen Umfeld, auch dort, Schmerz ist jetzt vielleicht nicht so tabuisiert wie andere Probleme, aber auch das, chronische Schmerzen, manchmal dann schon, weil gewisse Leute werden dann so ein bisschen necken, ja, das ist der Jammer, der hat immer irgendetwas, oder? Und man mag schon gar nicht mehr darüber schwätzen, aber ich glaube, das ist auch dort wichtig und es ist auch eine Art Tabuisierung, oder? Chronische Schmerzen, man mag dann nicht mehr so immer über das schwätzen. Und, aber das ist, glaube ich, auch dann wieder für einen Patienten wichtig. Nicht, dass er immer über das schwätzen kann, sondern dass er eben nicht immer muss über das schwätzen. Auch das, ich glaube, es hilft schon, sich damit auseinanderzusetzen, aber nicht permanent. Ich glaube, das ist auch nicht immer die beste Strategie. Merci. Jetzt werde ich aufmachen für Sie als Publikum. Haben Sie eine Frage? Mutig jemand vor, da hinten haben wir jemanden. Ich wiederhole die Frage, damit wir sie auf dem Livestream haben. Dankeschön. Die Überprüfung der Wirksamkeit, wie würden Sie empfehlen, dass das gemacht wird? Ja, ich habe gesagt, Schmerzen messen ist schwierig, respektive messen ist nicht möglich. Aber was sich sehr bewährt, gerade auch bei chronischen Schmerzen, ist zum Beispiel ein Schmerztagebuch. Das muss nicht eine riesige Geschichte sein, aber nur schon einfach Alltag eine Schmerzeinschätzung, zum Beispiel auf den sogenannten, wir nennen das Visual Analog Scales, wo man von 0 bis 10 zum Beispiel sagt, 0 ist kein Schmerz, 10 ist schwerste, stärkste Schmerzen, wo bin ich heute im Schnitt gewesen? Oder dann auch Ereignisse aufzeigen, was hat jetzt vielleicht den Schmerz verbessert heute, was hat ihn verschlimmert. Wenn man das regelmäßig macht und das korreliert dann auch mit therapeutischen Massnahmen, dann kann man eher natürlich sagen, das hat jetzt tatsächlich im Schnitt eine Verbesserung gebracht und das hat eigentlich nichts gebracht. Das sehe ich, also was ja häufig gemacht wird, ist einfach sehr punktuell, oder man fragt heute oder morgen, wie ist es jetzt mit den Schmerzen? Wir haben vor 2 Wochen mit dem Medikament angefangen und sagen, ja, ich glaube ein bisschen besser, aber ich weiß auch nicht so recht, oder? Und man mag sich auch nicht an alles erinnern und wir haben ja auch in der Regel fluktuierende Geschehen. Das ist ja nicht so, dass das einfach da ist es permanent und dann geht es auf und oder ab, sondern ein Tag ist gut, ein Tag ist schlechter und darum, dass man über die Zeit dann wirklich eine Tendenz kann sehen, okay, also mit dem Medikament, mit dieser Massnahme, mit was auch immer, ist es jetzt tendenziell, geht es jetzt immer in die richtige Richtung im Schnitt. Das hilft, ich denke, das hilft und hat auch den Effekt natürlich, das, was ich vorher gesagt habe, man gibt nicht einfach sein Problem an Therapeut, sondern man hat eine gewisse Selbstverantwortung. Man beobachtet sich vielleicht auch anders. Eben, was hilft mir, was verschlechtert das Geschehen? Und das kann natürlich auch schon hilfreich sein. Da gibt es auch Vorlagen, wo man bei
eben so Selbsthilfegruppen kann bekommen kann. Man findet das im Internet, man kann das auch in Apotheken oder bei den Ärzten beziehen, so Schmerztagebücher. Da muss man nicht selber kreativ sein, wenn man da nicht so den Hang hätte dazu. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja? Ja, Sie sind zuerst gewesen. Gut, ich tue noch schnell die Frage wiederholen. Es geht darum, was machen die Leute in Schmerzkliniken anders? Was könnt ihr mehr als andere Ärzte und Ärztinnen? Genau, also schon mal die Zeit ist anders. Also die kümmern sich dann halt primär um das Thema. Aber sie haben natürlich noch einfach die ganze Übersicht über verschiedenste Therapieverfahren, die zum Teil dann auch sehr spezialisiert können sein. Das kann dann etwas sein, direkt am Nerv etwas einen Eingriff zu machen. Das ist nicht nur medikamentöse Behandlung, sondern das sind weitere auch. Und es ist auch eine Vernetzung dort dann von verschiedenen Fachdisziplinen. Also das geht zusammen mit, oft ist eine Physiotherapie sehr wichtig, andere Spezialisten sind wichtig, um einfach das zusammenzubringen und ein Gesamtkonzept, das in sich stimmig ist, ist eigentlich der Schmerzspezialist der, der sich so quasi um das kümmert. Wenn der Hausarzt sich um alles muss kümmern, kann er sich um eine spezielle Situation kümmern. In der Kenntnis auch von den Möglichkeiten, die es heute gibt, die jetzt nicht bei jedem Arzt auch machbar sind, oder? Hat einfach noch breitere Paletten und auch Erfahrung in der Anwendung von diesen Methoden. Genau. Es reicht noch für eine Frage. Kurz und bündig. Frage von Ihnen. Eine Frage. Der Schwarzbeck wird extrem hoch, der Stress ärger, ÖV-Benutzung oder unangenehme Arbeiten erledigen und durch soziale nicht positive Kontakte. Also wenn ich alleine bin, geht es mir nicht. Also die Frage von Ihnen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was sind meine Alltagsbedingungen, die ich erlebe, wo ich daneben bin, wo es auch Stress gibt, wo ich Umstände habe, die widrig sind. Was hat das für einen Einfluss auf Schmerz? Ich würde sagen, sicher einen individuellen. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht Studien bekannt, die das genau angeschaut hätten. Es ist sicher individuell, aber ich habe es ja hier auch ein bisschen probiert aufzuzeigen. Nein, ist weiter hinten gesehen, Entschuldigung. Mit dem hier, oder? Es hat nicht zufälligerweise viele in beide Richtungen, sondern weil ein Problem hier, Angst, kann den Schmerz negativ beeinflussen, währenddem der Schmerz natürlich auch Angst kann auslösen. Also es ist ein Hin und Her. Und das macht es natürlich komplexer. Und wo jetzt, bei wem, was für Einflüsse und unter dem Strich was resultiert, das können wir natürlich nicht, in dem Sinn nicht voraussagen. Aber ich glaube, es ist schon mal wichtig zu wissen, dass eben Schmerz ist, darum habe ich es ja gesagt, das ist nicht einfach etwas, wo wir isoliert anschauen sollen, sondern wir sind nicht einfach eine Maschine, die man muss flicken muss, sondern wir haben einen Haufen andere Sachen rundum und das eine beeinflusst das andere gegenseitig und rundum eben alles, es hängt irgendwie alles ein bisschen miteinander zusammen, das ist so ein bisschen Plattitüden, aber es ist halt eben gleich richtig, oder, dass man und darum hilft es aber auch, das ist vielleicht der positive Aspekt an dieser Betrachtung, so komplex das auch ist, kann man aber auch sagen, wenn wir an irgendeinem Ecken etwas anfangen, Positives bewirken, kann das natürlich auch positiv in andere Richtungen ausstrahlen. Es ist ja nicht immer nur der negative Spirale, es kann auch mal eine positive Spirale sein. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig. Und wenn wir den Schmerz zum Beispiel gut behandeln können, haben wir vielleicht auch andere Elemente, die wir sehr positiv beeinflussen und Lebensqualität eben sehr stark wieder zurückkommen und Lebensfreude. Gibt
Genau, danke vielmals. Das sind eben die vielen Hebel, wo wir hoffen, wir können auch noch ein bisschen mit Ihnen darüber reden. Wir haben jetzt eine Frage vorbereitet. Wäre es möglich, dass du die schnell kannst, vorholen kannst auf der Folie? Weil wir wollen wirklich noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Für die Leute daheim auf dem Livestream ist es jetzt die Gelegenheit, sich ein bisschen Gedanken zu machen darüber, was sie schon alles erlebt haben. Vielleicht sind ihr auch zu zweiten und könnt das besprechen. Auf jeden Fall soll es in der Diskussion darum gehen, über Schmerz zu reden, in dem Sinn auch, was habe ich schon für Erfahrungen gemacht, habe ich vielleicht schon etwas gelernt auch, was hilft. Natürlich darf man auch darüber reden, das hat mir wirklich jetzt gar nichts gebracht. Aber einfach, es ist wichtig, dass wir über tätige Sachen auch reden, uns austauschen. Das ist nicht das Gleiche wie jammern. Da geht es wirklich darum, dass man Sachen weitergibt, weil das beschäftigt viele Leute. Und das ist wichtig, also man kann über diese Sachen reden. Darum wäre jetzt die Idee, dass ihr da einfach im Saal innen, so in Grüppli, euch austauscht, so zu vierten, 10 Minuten, ein bisschen ins Gespräch kommt. Wir kommen dann nachher vorbei und vielleicht habt ihr irgendeine Idee gehabt, irgendein Statement, das ihr könnt abgeben könnt. Probiert es einfach mal. Nehmt euch die Zeit, kurz darüber nachzudenken. Es ist so angeregt diskutiert worden. Wir alle sind kompetent in unserem eigenen Schmerzerleben und in unserer eigenen Erfahrung, wie wir den Schmerz am besten handeln tun. Und es zählen auch die scheinbar kleinen Erfahrungen, die man damit macht, und die kleinen Erleuchtungen vielleicht, die wir haben, was nützt. Und es ist gut, das auszutauschen, zuzulassen, was andere machen, um auch selber davon profitieren können. In diesem Sinn geben wir das Wort wieder ins Plenum. Sie können mit Ihrer Hand anzeigen. Sie etwas möchte ich sagen, oder vielleicht möchte jemand auch sagen, was man zu vierten so ein bisschen diskutiert hat. Das ist auch möglich, das so ein bisschen zusammenzufassen. Am Anfang braucht es immer Mut. Wer ist die mutige Person, die bis erst sagt, Dankeschön, bitte sehr. Dankeschön. Wir werden das wieder ganz kurz, aber wirklich kurz zusammenfassen für den Livestream. Wir haben gehört, den Schmerz akzeptieren, dort, wo er nicht einfach lösbar ist, anzunehmen, dass er da ist und dass er einen Weg braucht, wie man mit dem umgeht und dann aber auch Eigenverantwortung übernimmt, zum Beispiel mit dem Schmerzbuch schaffen oder Sport betreiben oder einfach Sachen ausprobieren von sich her, um den Schmerz erträglich zu machen und einen guten Umgang zu finden. Dankeschön. Ja. Ich habe gehört, warmes Wasser kann gut tun, sich bewegen, jetzt in dem Fall schwimmen. Ist denn das in kaltem Wasser? Ja, in so, ja, so 27 Grad, genau. Und halt da einfach die Zeit geniessen für sich selber, sich die Zeit nehmen und merken, was einem gut tut. Danke. Herr Lampert, ich würde Ihnen die Gelegenheit geben, wenn es für Sie Sinn macht, zum Thema Wasser und Schmerz. Gibt es etwas zu ergänzen von Ihnen? Oder? Sie haben es eigentlich sehr schön gesagt. Dankeschön. Gesagt. Also ich denke, das ist etwas, was vielen Leuten gut tut. Nicht bei allen ist Wärme gut, aber das merkt man ja dann selber. Also manchmal ist kühler es auch angenehm, aber ich glaube einfach, wie Sie auch Sie gesagt haben, das, was man merkt, was einem gut tut, dass man das fördert und das, was man nicht so gut ist, möglichst halt ein bisschen weglässt.
Ja, ja. Nein, nein, das unterschreiben wir sofort. Also ich, wenn die Dame Schmerzen hat, dann tut sie eine heisse Bettflasche oder eine warme machen und tut sie an die Stellen, wo die Schmerzen sind, und das tut ihr gut. Vielen Dank für den ganz praktischen Hinweis. Wir haben gehört, in die Stelle, wo der Schmerz ist, reinatmen. Das ist eine Technik, die man therapeutisch auch lernen kann. Und Sie können das anwenden. Dankeschön. Moment, Moment. Gibt es noch weitere Äußerungen? Ich hätte sonst eben auch noch eine Frage, die ich so gerne würde stellen, weil wir hier noch einen Apotheker da haben, der uns Auskunft geben kann. Gibt es Momente, wo man auch mal die Schmerzmedikation überprüfen sollte, wo man vielleicht das Gefühl hat, es ist nicht mehr gut, oder es ist... Wichtige Frage, ich wollte auch noch mal auf das zurückkommen. Sie haben vorher gesagt, ja, halt so wenig Schmerzmedikamente wie möglich. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Oder? Schmerzen, wenn es die klassischen Schmerzmedikamente sind, dann bewirken die ja nichts anderes als eine Reduktion vom Schmerzempfinden. Die wirken nicht gegen die Grunderkrankung. Und ich glaube, das ist noch entscheidend, sich dessen bewusst zu sein. Weil dann kann ich auch selber das Ganze modulieren und es dann eben mehr nehmen, wenn ich mehr brauche, und dann, wenn ich weniger brauche, auch entsprechend weniger nehmen. Das ist bei den Blutdruckmedikamenten ein bisschen etwas anderes, die sollte man immer nehmen, oder? Das ist ein Geschehen, das permanent vorhanden ist, und die Medikamente wirken Langzeitfolgen von einer Blutdruckerkrankung entgegen. Während dem Schmerzen, wenn das eben klassische Schmerzmittel, das ist eine reine Symptomtherapie, wie man die Ursache ja nicht angehen können. Also wenn die Arthrose da ist, ist sie da, dann nützen die Schmerzmittel an dem Knie nichts. Sie machen das nicht besser und nicht schlechter, sie machen es einfach weniger schmerzempfindlich. Und ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, oder, dass man mal schaut bei seinen Medikamenten, habe ich das eigentlich alles fix in einem Therapieplan, 4-mal am Tag Tafalgan, 3-mal am Tag Sell und noch 2-mal das und noch dieses und jenes. Muss das wirklich alles immer permanent sein, oder kann ich dort für mich mal ein Schema finden, um zu sagen, okay, eine gewisse Basis brauche ich vielleicht, dass ich am Morgen aus dem Bett komme, aber dann kann ich es ein bisschen anpassen. Wenn ich vielleicht etwas vorhabe, brauche ich ein bisschen mehr. Wenn ich einen ruhigen Tag habe oder wenn es mir auch vielleicht aus anderen Gründen gut geht, brauche ich mehr. Wenn es mir schlecht geht, brauche ich, oder weniger, wenn es mir schlecht geht, brauche ich mehr. Also schon mal die Überprüfung von sich selber aus. Ich glaube, das ist ein Element. Was Sie aber ansprechen, ist natürlich quasi eine externe Überprüfung, also wo mal jemand auf das drauf schaut. Und ich glaube, da darf man einfordern, sei das beim Hausarzt oder wer auch immer die Medikamente verschrieben, dass man sagt, ich würde das gerne wieder einmal anschauen, die Medikation, braucht es das alles? Ich habe das Gefühl, das nützt nicht so viel, oder ich habe das Gefühl, ich habe Nebenwirkungen, dass man es sorgfältig anschaut. Man kann das natürlich auch unabhängig, manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, dass man bei dem, der verschreibt, auch sagt, ich würde es gerne nicht geprüft haben vom Gleichen, das ist dann nicht ganz so unabhängig, je nachdem. Da darf man durchaus auch zum Beispiel bieten, dass einige Apotheken auch hier im Kanton Solothurn an, sogenannte Polymedikationscheck heisst das, wo man vorbei kann gehen mit all seinen Medikamenten, und der Apotheker nimmt sich eine halbe Stunde Zeit und geht mit einem den Therapieplan durch, sieht vielleicht da oder dort Verbesserungsmöglichkeiten, wo man dann zum Beispiel auch mit dem Hausarzt diskutiert und sagt, dort würden wir eigentlich Anpassungen sehen. Es ist leider keine kassenpflichtige Leistung mehr. Früher, es hat einmal eine Weile gegeben, wo das Kassen gezahlt haben. Aus Spargründen hat man das wieder abgeschafft. Das ist ein bisschen falschen Ort gespart, aber das ist ein anderes Thema, das kennen wir ja. Aber kostet nicht alle Welt, ist irgendwie 40, 50 Franken und ist, glaube ich, nicht so schlecht investiertes Geld, so alle halbe Jahr oder so, mal wieder von jemandem drüber schauen lassen. All die Sachen, die ich vorher ja gesagt habe, oder die Wirksamkeit anzuschauen, Nebenwirkungen oder dann eben auch zu erkennen, vielleicht hat es gewisse Kombinationen, die
ungünstig sind, die dazu führen, dass vielleicht ein Medikament gar nicht so gut wirken kann, wie es eigentlich wirken sollte. Auch das gibt es natürlich. Und das zu erkennen, das wäre natürlich schon wichtig. Und da sich auch Zeit kann nehmen für das. Das funktioniert nicht im Rahmen von einer normalen Konsultation. Ich habe es vorher gesagt, 7-8 Minuten ist eine normale Hausarztkonsultation. Da können Sie nicht erwarten, dass er mit Ihnen noch eine Medikamentenliste mit 10 Medikamenten durchbespricht und auf all Ihre Fragen eingeht. Das braucht ein separates Setting, einen ruhigen Moment, wo man sich dem Zeit widmen kann. Genau. Und was auch noch spannend ist, vielleicht um das noch ein bisschen abschliessen, was wir mittlerweile auch mehr und mehr kennenlernen, sind auch gewisse Faktoren, zum Beispiel auch genetisch bedingte Veränderungen oder Ausstattung, die man mit sich bringt, die dazu führt, dass eben gewisse Schmerzmedikamente bei gewissen Patienten gar nicht richtig können wirken. Das wissen wir natürlich meistens nicht, aber mittlerweile gibt es relativ einfache Methoden, um das genetisch zu untersuchen und dann quasi die Genetik mit dem Medikationsplan abzugleichen und zu sagen, da gibt es gewisse Sachen, die gehen einfach nicht zusammen, das kann nicht funktionieren. Also das bieten wir mehr und mehr auch an in den Solothurner Spitälern. Also wenn da jemand das Gefühl hat, das könnte das Problem sein, können Sie sich gerne einmal an uns wenden und kann das ein bisschen genauer anschauen. Danke für die Ausführungen, Herr Lampert. Und auch danke an Ihnen, dem Publikum, für Beteiligungen und die Ideen von Ihnen. Ich glaube, der Ideenaustausch ist angestoßen worden und der soll sich fortsetzen, der soll da nicht abgeschlossen sein. Wir haben draußen im Gang noch einen Informationstisch und dort liegen verschiedene Sachen zum Thema auf. Ich empfehle Ihnen, dort noch vorbeizuschauen. Ich mache für zwei Sachen, die dort aufliegen, ein bisschen direktere Werbung. Seitdem ist das A4-Blatt. Da haben Sie Informationen zu Fachstellen, auch zu Portalen, wo Sie weiterführende Informationen zu diesem Themenkreis bekommen, wo wir diskutiert haben. Und das Zweite ist die blaue Broschüre. Und zwar ist die Wechselwirkung von Alkohol und Medikamenten. In dieser Broschüre können Sie selber sich ein Bild machen, welche Medikamentengruppe und welche Medikamente recht gut mit Alkohol verträglich sind, welche das so mittelmäßig verträglich sind und welche das ganz schlecht verträglich sind. Und Ihrem sympathischen Lächeln folge ich, dass Sie auch hier und da ein Gläschen Wein oder ein Bier trinken. Tun Sie doch Ihre Kompetenzen im Zusammenhang mit Ihrer eigenen Medikation, die Sie vielleicht haben, in diesem Bereich mit dieser Broschüre erweitern und schauen Sie draußen am Tisch vorbei. Ja, in dem Sinne kommen wir schon gegen Schluss zur Veranstaltung. Es wartet ja auch noch etwas Schönes auf uns draußen. Und so gebe ich das Wort der Frau Schenker, um die Veranstaltung abzuschließen. Ja, Markus Lampert, Simon Rindlisbacher, Uli Imhof, herzlichen Dank für eure Beiträge. Das Spannungsfeld, wo ein Mensch, der sich für einen Mensch auftut, der mit Schmerzen betroffen ist, das ist ein grosses, das habe ich heute gehört. Ich hoffe, auch dir, liebe Anwesende, liebe Livestream-Zuschauende, könnt ein paar Impulse mitnehmen von diesem heutigen Nachmittag. Mich freut, dass der Anlass in diesen schönen Räumlichkeiten hat dürfen stattfinden, wie auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit. Und an diesem Ort auch einen herzlichen Dank an das Team vom Altersspital. Natürlich haben wir auch heuer ein kleines Geschenk für alle Partner und unsere Referenten. Dieses Jahr hat es vor allem einen symbolischen Charakter. Es ist ein Regenschirm mit dem Logo der Aktionstage drauf. Er ist ein Schutzinstrument. Und auch wir Menschen brauchen in verschiedensten Lebenssituationen immer wieder mal Schutz. Ich werde euch den Schirm im Nachhinein übergeben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, gibt es noch heute Abend eine Veranstaltung im Landhaus. Die Thematik ist die Geschwisterte und ihre Bedeutung. Dann ist morgen bereits der Abschlussanlass im Konzertsaal. Den widmen wir den Jugendlichen und ihrer Einsamkeit.
Beide Anlässe werden auch wieder per Livestream mitverfolgbar sein. Ein Nachverfolgen der bisherigen Anlässe ist möglich über unsere Webseite unter der Rubrik Rückblick. Es ist jetzt, wie schon angekündigt, noch nicht ganz vorbei. Daraus hat etwas zu trinken, etwas zu schnauzen. Dazu beitragen tut das Team vom Alten Spital und Blue Cocktail Bar. Ihr seid herzlich eingeladen, noch ein bisschen zu verweilen. Und wenn ihr daheim geht, so wünsche ich euch noch einen ganz schönen Rest des Nachmittags und ein gutes Heimkommen. Herzlichen Dank.